Wir haben in der Schweiz Johann und Emanuela Seitz beim Sterben begleitet. Für mich der erste Aha-Moment war, als Dr. Preisig gesagt hat, ab jetzt dürftet ihr auf den Knopf drücken, hat Johann Seitz ohne zu zögern einfach sofort gedrückt. Und dann hat er ganz sanft gegähnt. Ein paar Sekunden danach hat er angefangen zu schnarchen. Und dann war das still. Und das Ganze hat nicht länger als 20, 30 Sekunden gedauert. Und das war so viel sanfter und friedlicher und ruhiger, als ich es mir je vorstellen hätten können. Durch den Kontakt zu mehreren Organisationen, die solche Freitodbegleitungen durchführen, ist uns das dann, weil auch die gesehen haben, dass wir uns ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen wollen, uns ist das angeboten worden. Johann und Emanuela Seitz sind aus Deutschland in die Schweiz gefahren, um sich dort selbst zu töten, weil sie das in Deutschland unter kontrollierten Bedingungen nicht tun durften. Sie haben gesagt, wir wollen, dass die Welt weiß, dass es schwer leidende Menschen gibt, die diese Möglichkeit gerne hätten, aber dort, wo sie leben, nicht bekommen. Wir zeigen in diesem Bild einen sterbenden Menschen, und zwar bis zum Ende. Wir haben das lange diskutiert und dann haben uns dafür entschieden, es zu tun, aus mehreren Gründen. Erstens wollte das dieser Mann. Zweitens hatten wir in der Diskussion in der Redaktion sehr bald eine sehr stark überwiegende Meinung, die sagt, in einer Zeit, in der jeden Tag Dutzende fiktive Tote in allen Medien zu sehen sind und mit Freude gesehen werden, sollten wir es unserem Publikum auch zumuten können, dass man sagen, den Freitod eines Menschen, der das will und der das auch zeigen will und damit auch etwas zum Ausdrücken bringen will und eine Botschaft absenden will, dann kann man das auch zeigen. Und drittens denken wir gerade, dass das möglicherweise zu einer kontroversiellen Diskussion führt, ob man überhaupt den Tod in einem Film, in einem journalistischen Stück zeigen darf und zwar bis zum Ende sozusagen mit der Kamera draufhalten, dass es darüber eine kontroversielle Debatte geben würde, möglicherweise ist für uns eher ein Argument, es zu tun, als es nicht zu tun. Trotz all unserer anfänglichen Bedenken als Journalisten, sowas überhaupt zeigen zu dürfen und zu können, war es spannend zu sehen, dass das Ehepaar Seitz ein starkes Interesse daran hatte, dass das möglichst viele Menschen sehen. Der Frau war das ein riesiges Anliegen, dass Fälle wie der ihre, dass der diskutiert wird, dass man in Zukunft etwas intensiver vielleicht darüber auch nachdenkt, ob man das nicht in mehr Ländern dieser Welt erlauben sollte. Wir trauen uns da kein Urteil zu.